ist auch mir aufgefallen, dass oftmals sehr junge Polizisten sind. Ich will eigentlich gar nicht Polizisten sagen, weil ich immer dazu sage, es sind ja gar keine Polizisten. In meinen Augen, es sind MBO, Söldnertruppen. So sehe ich das. So, jetzt nochmal möchte ich jemanden ankündigen. Nämlich, wir fahren ja mit dem Autokurso jetzt auch durch den Autokurso Nord, durch ein Wedding und vorher durch Pankow, also Pankow, Wedding, Märkischviertel. Und da ist mir aufgefallen, dass wir sehr guten Zuspruch erhalten von unseren türkischen Mitbürgern und auch arabischen Mitbürgern dort. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass jetzt hier gerade ans Mikro jemand kommt, nämlich der Mahmoud. Es gibt nur eine Wahrheit im Leben, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich habe über YouTube gehört, Thorsten. Wir sind keine Corona-Leugner, aber wir sind Leute, die wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe mit dir drei Masken habe ich mit. Deswegen müssen wir demonstrieren vor Spann. Villa und neue Wohnungen. Ihr kauft immer Wohnungen mit unseren Masken. Wir wollen keine Maske mehr kaufen, Herr Spahn. Unsere Kinder, die zu Kindergarten gehen, die sollen zweimal die Woche sich testen lassen. Kleine Kinder, die müssen einen Schlauch in die Nase reinlassen, um sich zu testen. Das ist eine kriminelle Sache. Das ist kriminell. Wir lassen unsere Kinder nicht testen und nicht impfen. Wir sind keine Versuchsraten. Wir sind das Volk. Merkel will in Libanon jetzt. Ich komme aus Libanon. Sie machen alles kaputt hier. Der Mittelstand in Deutschland geht kaputt. Der Mittelstand geht kaputt. Merkel, hier ist Ihre Aufgabe. Bauen Sie wieder unseren Mittelstand auf. Sonst ist alles verloren. Ich sage nicht, Merkel muss weg. Ich sage, die Regierung muss weg. Die Regierung muss weg. Eine Kopie von Merkel. Wir brauchen eine Regierungswechsel. Das Volk ist da. Das Volk ist da. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Amen. Und frohe Ostern nochmal. Jesus aufgestanden. Ja, ich bin der Fridolin. Habt da gestern alle die Tagesschau geguckt? Also ab und zu gucke ich mir das ja mal wieder an, so das Theater zur Belustigung. Da haben sie gleich am Anfang gesagt, also der AstraZeneca-Impfstoff, der ist total sicher, aber es wird empfohlen, die zweite Impfdosis sich dann doch lieber BioNTech und Co. geben zu lassen. Ja, es gibt eine sehr schöne Gruppe bei Telegram, die nennt sich Covid-Vaccine-Victims, also Covid Impfopfer. Disclaimer: Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.